Hörst du mir eigentlich zu? Na, den Satz kennen unsere Kinder, denn ihre Augen und Hände sind ständig woanders. Am Drücken und Ziehen und Tippen auf den Handys und Smartphones überall im Internet. In Frankfurt-Oder und in Svobice treffen sich heute an die 400 Jugendarbeiter aus Brandenburg. Die wollen da nicht etwa chatten, sondern sich austauschen, wie man mit Problemen umgeht, die junge Leute haben, wenn sie unterwegs sind in der virtuellen Welt. Sie sind fast rund um die Uhr im Netz unterwegs, bei Twitter und Facebook und auch sonst vielerorts. Diese Jugendlichen berichten über den Kongress mit Videos, Fotos und Texten. Es geht um einen sinnvollen Umgang mit dem Internet in einem Projekt neben der Schule. Denn im Klassenraum, sagen sie, geht es nur selten ums Netz. Sofern ich weiß, wissen Lehrer bei uns an der Schule überhaupt nicht viel übers Internet. Die sind alle, haben alle anscheinend damit nichts zu tun. Jeden Tag mehrere Stunden sind diese Jugendlichen online, so wie viele in ihrer Generation. Rund 400 Sozialarbeiter aus Brandenburg tauschen sich beim Kongress darüber aus, zu welchen Problemen das führen kann, etwa beim Datenschutz. Fragen Sie Jugendliche, wie viele Passwörter sie von ihren Mitschülern kennen. Das ist ein großes Thema. Cybermobbing ist ein sehr, sehr großes Thema. Das heißt also, dass Mobbing eben sich in die virtuelle Welten verlagert und dort sehr aktiv betrieben wird. Und da gibt es eine Menge Aufklärungsbedarf, auch für die Pädagogen. Für die Lehrer. Das Netz mit seinen Gefahren ist eine Seite, um die es geht. Aber über die Chancen wird auch geredet hier. Sozialarbeiter müssen das Netz mehr nutzen, sagen Experten. Man geht dahin, wo die Interessen der Jugendlichen sind. Und die sind nun mal eindeutig auf diesen Plattformen und diesen sozialen Netzwerken unterwegs. Und da ist es genau der richtige Weg, auch dahin zu gehen. Und dann dort eben auch mit ihnen dort die Dinge gemeinsam zu verhandeln und zu besprechen. Also zum Beispiel in Netzwerken wie Facebook über mangelnden Datenschutz reden oder im Schüler-VZ über Mobbingprobleme. Doch die Zielgruppe ist bei Netzthemen eigenwillig, haben heute Experten aus dem Ausland berichtet. Eine Erfahrung, die wir in Norwegen gemacht haben, ist, junge Leute wollen von anderen Jugendlichen über Medien informiert werden. Dann lernen sie viel mehr, als die Erwachsenen übernehmen. Die Schüler wollen online einfach nicht jedem begegnen. Ich würde es mir nicht unbedingt wünschen, dass Lehrer auch im Internet präsent sind auf Communities. Ich meine, das ist für mich sozusagen der Zufluchtsort außerhalb der Schule. Die Jugendlichen wollen möglichst viel selber machen, ausprobieren, so wie bei diesem Film zum Kongress. Der muss schnell fertig werden, auch wenn dafür manche Nacht drauf geht. Das Internet kann eben auch richtig viel Arbeit sein. Ja, und machen Sie ruhig mit. Wir sind gespannt, was Sie uns über Facebook dazu sagen. Die Adresse ist unten eingeblendet. Wir freuen uns über jeden Kommentar.